Moin, moin. Passend zum Wetter und passend zur Jahreszeit möchte ich heute euch meinen Sommersub zeigen. Das bedeutet, ich stelle euch meine sommerlichen Bücher vor, die ich auf meinem Stapel ungelesener Bücher gefunden habe. Ich mache das ja jedes Jahr für Winter und Weihnachten. Das ist aber auch somit meine liebste Lesezeit, muss ich sagen. Und ich lese ja auch unglaublich gerne winterliche Bücher, die in Eis und Schnee spielen. Aber warum das nicht auch einfach im Sommer machen? Auch wenn das nicht meine liebste Jahreszeit ist und ich gerade auch ein bisschen ja, zu kämpfen habe. Vielleicht seht ihr die ein oder andere Schweißperle hier runterlaufen und mich ein wenig glänzen, denn ich sitze hier bei über 30 Grad in meiner Wohnung und lasse mich ja auch noch anstrahlen von einer Lampe. Also ich finde es schon sehr löblich, dass ich mich trotzdem vor die Kamera gesetzt habe. Aber ich dachte, bevor ich jetzt hier einfach total hitzegelähmt hier rumliege, lenke ich mich doch lieber ab mit Büchern. Und das ja, kommt euch vielleicht ja auch zugute, die ihr gerne so ein bisschen jetzt in diesem Sommerfeeling sein wollt. Ich habe natürlich nicht diese typischen Sommerbücher, die ja, vielleicht so ein bisschen Liebe und ein bisschen Urlaub beinhalten. Es ist wieder sehr, sehr fantastiklastig. Das hat sich ja sogar gereimt. Ja, und trotzdem gibt es auch da sommerliche Bücher und ein Horrorroman ist noch dabei und ein Abenteuerroman. Ja, also seid gespannt. Ich fange mit dem ersten Buch an und dieses Buch liegt auf meinem uralten Sub. Ich habe euch Anfang des Jahres mal in einem Video vorgestellt, welche Bücher am längsten schon ungelesen bei mir hier rumliegen. Und da war dieses hier auch dabei. Und zwar das Lied von Mond und Sonne von Vonda N. McIntyre. Ja, das liegt hier schon Jahre rum. Obwohl ich da immer wieder total Lust drauf habe, wahrscheinlich, weil ich mal wieder irgendwie versuche, den besten Zeitpunkt abzuwarten. Aber vielleicht liegt es auch daran, weil ich immer gedacht habe, das ist eine Sommerlektüre, das müsste man doch im Sommer lesen und dann war der Sommer vorbei und dann liegt es weiterhin auf den Stapel ungelesener Bücher. Bei dem bin ich auch gar nicht hundertprozentig sicher, dass es unbedingt ja, ein Sommerbuch ist, aber es gibt hier so ein, zwei Triggerworte, die mich einfach an den Sommer denken lassen. Zum einen natürlich der Titel, weil Sonne im Titel ist. Dann befinden wir uns hier am Hof des Sonnenkönigs. Der ist nämlich in Aufruhr. Bei einer Expedition wurde ein Seemonster gefangen. Und dieses Seemonster soll nun untersucht werden und es wird gefürchtet und abgelehnt. Und es wird unserer Protagonistin so ein bisschen ans Herz gelegt, sich um dieses Seemonster zu kümmern. Und sie merkt, dass dahinter, hinter diesem Seemonster, doch mehr Verstand und Gefühl steckt, als man eigentlich denken könnte. Aber es ist gefährlich, in dieser Zeit für die Schwachen einzustehen. Und deswegen bringt sie sich damit auch in Gefahr, wenn sie ja, verrät, was sie eigentlich mit diesem Wesen macht. Alles erlebt und alles herausgefunden hat. Es ist historische Fantasy. Hier steht Versailles zwischen Alchemie, Magie und Wissenschaft. Und ich finde diese Mischung ganz toll. Es ist ein Einzelband. Und ja, dadurch, dass es eben am Meer spielt, denn wir uns am Hof des Sonnenkönigs befinden, ja, Meer und Strand verbindet man ja auch ganz oft irgendwie mit dem Sommer. Ja, und mal gucken, ob es tatsächlich ein Sommerbuch ist. Ich habe auf jeden Fall vor, das dieses Jahr noch zu lesen. Und warum denn jetzt nicht im Sommer? Weil ich eben mir vorgenommen habe, eben die ältesten Bücher hier auf meinem Sub dieses Jahr dann auch zu lesen. Das waren irgendwie 5, die ich mir da rausgesucht habe. Und da ist das eh auf meiner Leseliste. Und dann würde ich das ein bisschen höher ranken, dass ich es vielleicht im Juli, August, September lese. Ja. Das nehme ich mir für alle Bücher vor, die ich jetzt hier euch zeige. Ob es alle werden oder ob ich mir dann nur 2, 3 rauspicke diesen Sommer und die anderen dann für den nächsten Sommer lasse, das weiß ich noch nicht. Neben Strand und Meer ist ja auch die Wüste ein sehr, sehr sommerliches Setting, was man auf jeden Fall mit viel, viel Sonne und Hitze verbindet. Und da habe ich mir Flammenwüste von Akram El-Bahai ausgesucht. Ja, dieses Buch ist der erste Teil einer Reihe. Ich glaube, die ist 4-teilig oder 5-teilig. Und ja, es ist Drachenfantasy, was natürlich mein Herz höher schlagen lässt. Aber ich habe noch nie Drachenfantasy in diesem Setting der Wüste gelesen. Deswegen macht es für mich noch spezieller, vor allem weil es ja so ein bisschen märchenhaft anmutet, weil es viel um Geschichtenerzähler geht. Ich glaube, unser Protagonist ist auch ein Geschichtenerzähler.
der von einem, ja, mysteriösen Drachen berichtet, der irgendwo auftaucht. Aber scheinbar ist das gar keine nur Geschichte, sondern es ist tatsächlich wahr. Denn irgendwann begegnet er diesen auch. Und ja, also es ist so ein bisschen orientalisch, märchenhaft. Und trotzdem haben wir hier dieses Drachenthema, finde ich ganz, ganz spannend. Und auch das hätte ich echt Lust, irgendwann im Sommer zu lesen. Allerdings habe ich im Moment noch so viele Reihen offen und ich würde die gerne jetzt nach und nach erstmal beenden, bevor ich eine neue Reihe beginne, weil ich mir einfach vorgenommen habe, die Reihen dann doch zeitlich, ja, zeitnah dann auch zu beenden, weil ich mich ja in letzter Zeit ein bisschen mehr mit meinen offenen Reihen ja, befasst habe und ich habe einfach unglaublich viele Reihen offen, wo es schon so lange her ist, dass ich den ersten oder zweiten Band gelesen habe, dass ich von vorne anfangen müsste und das möchte ich bei zukünftigen Reihen einfach vermeiden, dass da einfach so viel Zeit zwischen liegt. Und jetzt kommen wir zu den anfangs erwähnten Horrorromanen und zwar von einem meiner liebsten Autoren, Thomas Finn mit Bermuda. Und auf dieses Buch habe ich im Moment richtig Bock und ich glaube, das wird jetzt im Juli dran glauben. Da habe ich extrem Lust drauf. Das ist seit Erscheinen bei mir eingezogen. Das ist sein letzter erschienener Horror-Thriller und der ist bei mir direkt nach Erscheinen eingezogen. Aber auch den wollte ich sehr gerne irgendwie im Sommer lesen, weil es eben hier um Schiffbrüchige geht, die auf einer Insel landen, ja, im Bermuda-Dreieck und dort ja ihren Horror erleben. Zunächst freuen sie sich natürlich, dass sie eine Insel gefunden haben, wo sie sich drauf retten können, aber dann verschwinden auf einmal ja Utensilien, Wrackteile, aber auch Tote und Nahrungsmittel und Schleifspuren führen ins Meer. Ja, und was sie da entdecken werden, das schauen wir dann mal. Ich freue mich sehr drauf, weil seine Horrorromane haben mich bisher alle begeistert und ich möchte alle von ihm lesen. Mir fehlen da, glaube ich, noch so eins, zwei, aber die meisten Horror-Thriller habe ich von ihm gelesen. Die sind immer extrem gut und basieren meistens immer auf einer Sage oder hat er immer sehr, sehr gut recherchiert und ja, unterhalten einfach extrem gut und ich finde sie trotzdem nicht zu flach. Deswegen, ja, da freue ich mich extrem drauf und das Setting ist natürlich, erinnert so ein bisschen an Lost und das hat ja auch ein sehr, sehr sommerliches Setting. Das nächste Buch schlägt so ein bisschen aus der Reihe, weil es nicht aus der Fantastik kommt und auch so ein bisschen außerhalb meiner Komfortzone liegt. Aber ich habe mich mal in der Buchhandlung beraten lassen. Das war innerhalb einer Schnitzeljagd, die wir hier auf BookTube gemacht haben. Und da war eben die Aufgabe, ein Sommerbuch zu finden. Und ich habe mich da beraten lassen und die war jetzt auch nicht so diejenige, die diese leichte Lektüre liest. Und das fiel ihr, glaube ich, sehr, sehr schwer, da was zu empfehlen. Und deswegen hat sie mich so ein bisschen in andere Gefilden gebracht. Aber das hat denn trotzdem ja meinen Nerv getroffen und war irgendwie trotzdem sommerlich. Und zwar rede ich von Lady Africa von Paula McLean. Das beruht auf einer wahren Begebenheit bzw. auf einer wahren Persönlichkeit. Und zwar ist das die Flugpionierin Beryl Markham, die im afrikanischen Busch aufgewachsen ist als Tochter eines Lords. Aber sie interessiert die Etikette und Seidengewänder und sowas alles überhaupt nicht. Sie ist sehr mutig, sehr stark und interessiert sich für Pferde. Und ja, sie ist ungebändigt und will sich irgendwie nicht so richtig in diese Gesellschaft fügen, in diese Gesellschaftsschicht, wo sie aufgewachsen ist. Und dann trifft sie auf einmal eine Gleichgesinnte, beziehungsweise mehrere Gleichgesinnte, ein Pärchen, die ja, Flieger sind und sie wird zur ersten Frau, die den Atlantik überquert und das klingt sehr, sehr abenteuerlich, aber das Setting ist natürlich auch wieder extrem sommerlich, Afrika in der Savanne und ja, dann so ein bisschen Abenteuer, ein bisschen historisch und dennoch auf wahrer Begebenheit. Es ist zwar außerhalb meiner Komfortzone, aber spricht dann doch wieder so einige Punkte von mir an, so dieses Abenteuer-Entdecker-Feeling, die Pferde, dieses Ungebändige und dann eben so diese Pioniere. Ich habe ja immer viel für Polarexpeditionen übrig, aber warum nicht mal in diese Richtung gehen? Sind ja auch Entdecker, Abenteuerforscher und deswegen freue ich mich auf dieses Buch, aber es liegt halt hier auch schon sehr, sehr lange ungelesen auf meinem Sub, weil meistens doch die Fantasy Vorrang hat
Und ja, da man vielleicht außerhalb der Komfortzone nicht immer gleich dazu greift, weil man da nicht immer so sicher ist. Aber jetzt habe ich da gerade ziemlich viel Bock drauf. Mir ist leider ein kleines Missgeschick mit diesem Buch passiert, als ich so ein bisschen meinen Sub umgeräumt habe. Da ist mir das hier umgeknickt und jetzt ist hier. Ach, ihr seht das gar nicht, ne? Ihr denkt wahrscheinlich, was redet die wieder? Aber hier ist halt einmal quer rüber jetzt so ein Knick. Ich habe das versucht, wieder glatt zu machen. Naja, egal. Sollte dieses Buch mir so gut gefallen, dann werde ich es mir tatsächlich auch nochmal holen. Ja, ich bin so ein Monk, dass mir das denn nicht gefällt, wenn ein Lieblingsbuch so aussieht. Aber fürs erste Mal lesen ist es vollkommen okay. Ich mag auch dieses Cover total gerne, obwohl ich Menschen nicht so gerne auf Covern mag. Aber meistens sind ja die Gesichter, die mich dann immer so stören. Und ich finde das Licht total schön warm und passt irgendwie dazu und sieht so ein bisschen Safari-mäßig aus. Und ja, auch eine starke Frau, die sie da gewählt haben. Und deswegen. Ja, passt es auf jeden Fall dazu, was ich davon erwarte. Und das letzte Buch ist sehr spontan auf diese Liste gewandert. Es ist nämlich gerade mein Currently Reading. Das Buch habe ich gerade gestern erst begonnen. Aber ich habe da auch so ein kleines, leichtes Sommerfeeling. Ich weiß noch nicht, ob dieses Gefühl trügt, dass das vielleicht gar nicht so sommerlich ist. Aber wenn das von Inhalt nicht sommerlich ist, dann vom Äußeren, dann ist es die Sommerfarbe pur, die ich ja liebe, wie ihr wisst. Der Orden des Geheimen Baumes ist der erste Teil von zweien. Die Magierin heißt der erste Teil. Samantha Shannon ist die Autorin. Es ist wieder Drachenhai-Fantasy und die liebe Kali hat mir das in dem Format Pick My Sub ja rausgesucht für eines der Bücher, das ich im Juni lesen soll. Und ja, ich habe mich jetzt gestern dafür entschieden, weil ich einfach wieder Lust auf Drachen habe. Und ich habe jetzt die ersten 50 Seiten gelesen und irgendwie ist es vom Setting her, weil es auch auf zwei Inseln spielt, die genau am Meer sind und auch wie die Drachen beschrieben worden sind, die irgendwie auch aus dem Meer zu kommen scheinen, auch im Meer so wie in der Luft sind und ja, die Gebäude, wie sie beschrieben werden. Es ist alles irgendwie sehr, sehr sommerlich und irgendwie bisher auch ein bisschen maritim. Es handelt von einem Reich oder beziehungsweise zwei Reichen, einmal dem Osten und dem Westen und die behandeln die Drachen auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Die einen verehren sie wie Götter und die anderen fürchten und verachten sie als Feinde. Und die Idee finde ich schon ziemlich toll. Und ja, wir haben hier, begleiten hier zwei Frauen und die eine soll eben auch zur Drachenreiterin ausgebildet werden, beziehungsweise zur Seewacht kommen und eventuell zur Drachenreiterin werden. Und deswegen, weil es eben diese Seewacht ist, so ein bisschen am Meer spielt auf einer Insel und auch so die Gebäude so aus Sandstein mit bunten Gläsern. Irgendwie hatte ich da ein sehr sommerliches Gefühl. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass es immer Sommer ist und man draußen auch so die Sonne scheinen sieht. Aber ja, schlussendlich muss ich auch einfach sagen, dass das Buch wunder, wunderschön ist. Eines der schönsten Cover, die ich ja im Moment so in meinem Regal habe. Und ich nehme mal eben den Schutzumschlag ab. Ich finde auch einfach dieses Gelb, wow, es strahlt einfach. Ich finde, es ist so ein toller, getroffener Gelbton. Gelbtöne können ja unglaublich in die Hose gehen, finde ich. Wortwörtlich kann es pissgelb sein oder dieses grün-gelb. Irgendwie gibt es sehr, sehr unschöne Gelbtöne, auch wenn es so ein bisschen ins Ocker geht manchmal. Ist es nicht schön, aber ich finde, hier ist es einfach strahlend und trotzdem warm und richtig sonnengelb, sonnenblumengelb. Und ja, da habe ich beim Lesen immer wieder auf diese Farbe geschielt und geschwärmt. Es hat auch ein gelbes Lesebändchen. Ja, also bisher hat mir der Einstieg sehr gut gefallen. Es sind sehr, sehr viele Namen, sehr, sehr viele Orte. Es ist ein bisschen kompliziert reinzukommen, weil wir hier doch sehr, sehr viel erzählt bekommen am Anfang, um diese Welt überhaupt zu durchsteigen. Aber alleine, wie die Drachen beschrieben worden sind, wie die Drachen funkeln und von innen leuchten und ja, das war einfach cool und irgendwie auch so ein bisschen andersartig. Also die sind nicht so 0815 und ich freue mich darüber, mehr zu erfahren.
Ich würde mich freuen, wenn es ein Highlight wird, weil es wird mal wieder Zeit für ein Drachen-Fantasy-Highlight. Und das hat auf jeden Fall Potenzial. Der zweite Band ist ja auch schon erschienen und den könnte ich dann direkt dahinterher schieben. Ich weiß gar nicht, ob denn die Dialogie wirklich für sich steht oder ob da noch was kommen soll. Aber ich würde mich sehr freuen. Ich habe da zwiegespaltene Meinungen gehört. Manche fanden das so toll und andere waren ein bisschen enttäuscht. Aber genaueres, warum und weshalb, habe ich mir gar nicht erst angeguckt, weil ich da ganz unvoreingenommen rangehen möchte. Es hat etwas über 500 Seiten, ist also gar nicht so dick. Und ja, ich habe jetzt ein Zehntel gelesen, kann deswegen auch noch nicht so viel sagen, außer dass mich die ganzen Namen, Städte und Titel noch ein bisschen verwirren. Aber es gibt Karten, wo man immer wieder nachschauen kann. Auch die finde ich sehr, sehr schön gemacht. Und vielleicht gibt es ja auch ein Glossar, das wollte ich eigentlich auch noch gucken. Ja, gibt es tatsächlich. Dann kann man da noch mal nachschlagen. Das werde ich auf jeden Fall in Anspruch nehmen, weil es mich immer ärgert, wenn ich irgendwo nicht durchsteige, dann kann ich die Handlung nicht genießen. Ja, das war mein Sommersub. Ich denke mal, andere haben viel mehr sommerliche Bücher auf ihrem Stapel ungelesener Bücher. Bei mir ist es eher winterlastig oder eher Bücher, die man vielleicht eher im Herbst lesen möchte. Und oder halt einfach gar keine Jahreszeit zuordnen kann. Ich muss auch nicht immer Jahreszeiten abhängig lesen, aber bei manchen macht es mir einfach Freude. Und ja, wenn ich es eh schon jedes Jahr für den Winter und für Weihnachten mache, warum nicht für den Sommer? Und jetzt bin ich gerade sehr, sehr froh, am Ende des Videos angelangt zu sein, weil es ist einfach zu warm. Und ich brauche dringend eine Abkühlung, ein kühles Getränk. Ja, macht euch auf jeden Fall auch kühle Gedanken, schön viele Erfrischungen, versucht die Sonne zu genießen, trotz dieser großartigen Hitze. Vielleicht seid ihr ja auch total die Sommermenschen, die diese Hitze lieben. Den gönne ich das. Ich versuche einfach, die Füße still zu halten, bis es wieder angenehm wird. So um die 20 Grad, da bin ich dann wieder zu Hause und kann mich wieder frei bewegen. Aber ich möchte jetzt auch gar nicht so viel meckern. Ich würde mich freuen, wenn ihr in die Kommentare jetzt auch eure sommerliche Lektüre schreibt. Es können natürlich auch schon gelesene Bücher sein, wenn ihr möchtet, oder welche, die ihr euch jetzt für den Sommer vornehmt. Ich freue mich, von euch zu lesen und jetzt wünsche ich euch eine schöne lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.